Variationen dann quasi, wie man jeden Trick immer ausführen kann. Und das haben wir erstmal mit dem Malfahren gemacht. Das war der Backspin über die linke Pedale. Nochmal ein schneller. Also man fährt die Kurve an, wenn die Pedale nach oben ist und dreht sich dann über eine untere Pedale. So, dann haben wir Spins geübt. Kreise mit einem Durchmesser von kleiner als 1 Meter möglichst, genau. Wichtig dabei ist, dass der Oberkörper gerade ist und ein Knick quasi in der Hüfte ist. Also das Rad wird schräg gestellt und der Oberkörper so gerade wie möglich. Viele üben den Spins, die Spins mit den Armen schräg, weil sich das irgendwie ergibt, weil man eine Kurve fährt. Führt aber dazu, dass man den Oberkörper auch schräg stellt, was wiederum schlecht für den Spin ist. Deswegen Arme gerade nehmen, Oberkörper gerade und der Knick kommt nur unterhalb des Beckens eigentlich, also unterhalb der Hüfte hier. Und das Einrad muss natürlich entsprechend schräg stehen. Gleich noch einmal, damit wir das sehen. Oberkörper wird möglichst gerade gehalten, sieht man auch. Und die Beine und das Rad stehen schräg. Gut. Dann haben wir weitergemacht mit Seat-Out in Front. Beziehungsweise wir haben angefangen mit Pendeln und haben alles mögliche in Pendeln erstmal gemacht. Können wir einmal alles kurz durchgehen. Also es gibt immer Pendeln, die man es variieren kann. Kann man immer einen Stern pendeln, wenn man es normal kann. In beide Richtungen. Dann kann man seitwärts im Pendeln Strecke überbrücken. Und man kann beim Pendeln selbstverständlich auch immer den anderen Fuß nach unten mal nehmen. Nee, einfach nur den anderen Fuß unten. Und ich würde auch empfehlen, bei jedem neuen Trick, den man lernt, wenn man ihn kann, verschiedene Variationen zu machen, damit er sicher wird, damit man den Trick nicht nur einmal schafft, nicht nur über eine kurze Distanz, sondern auch möglichst immer in vielen verschiedenen Variationen. Und das gleiche gilt natürlich auch fürs Pendeln. Dass man es nicht nur mit einem Fuß unten schafft und nicht nur in einer Linie, sondern dass man die verschiedenen Variationen dann sieht. Gut, da kann man natürlich diverseste Einbeinpendel-Sachen machen. Fuß auf der normalen Gabelseite, Fuß weggestreckt, Fuß zur Seite, Fuß hinten angefasst, Fuß auf die andere Gabelseite, vorne rum, hinten rum, Fuß abgelegt aufs Knie, Fuß unterm Knie durchgenommen und hinten angefasst. Genau, um nur einige Beispiele zu nennen. Dann hatten wir Pendeln Seat in Front, wir nehmen den Sattel raus und pendeln weiter. Und haben auch den Aufstieg schon ansatzweise mal ausprobiert, wo es darum geht, dass man einen Fuß aufs Pedal nimmt, aber den noch nicht voll belastet. Ja, indem das Gesicht auf den Sattel abgestützt wird, was für viele Sachen gerade im Seat vorne, aber auch hinterher bei deutlich schwierigen Tricks wichtig ist, dass man lernt, Gewicht auf dem Einrad woanders abzulagern als auf dem Pedal, dass man halt auf dem Pedal Spielraum hat. Okay, dann haben wir angefangen, die Einbeinsachen, die wir vorher im Pendeln geübt haben, auch zu fahren. Grundsätzlich, wenn ihr vom Pendeln ins Fahren gehen wollt, was am Anfang immer Sinn macht, weil man sich nicht so viel zutrauen muss, wie man es direkt außer Fahrt probiert. Wobei das immer ein bisschen typabhängiger ist, manche lernen es besser außer Fahrt, viele aus dem Pendeln. Aber wenn ich jemandem einen neuen Einbeintrick beibringe, gebe ich ihm im Pendeln immer eine Hand. Zähl dann 3, 2, 1. Und beim Runterzählen lasst ihr die Pendelbewegung größer werden. Die werden größer. Habe ich auch am Anfang gestern erklärt, man kann ganz eng und klein pendeln. Ist fürs Pendeln selbst einfacher, weil man schneller ist. Fahren ist ja, wenn man neu kriegt, auch in etwas schnellerer Fahrt immer einfacher, als wenn man ganz langsam fährt. So, wenn man jetzt aus dem Pendeln losfahren möchte, muss die Pendelbewegung aber ganz groß werden, damit man ordentlich Druck reinkriegt für die erste Radumdrehung. So. Wenn man dann losfährt, ist wichtig, dass man sich leicht nach vorne lehnt und am Anfang kräftig reintritt, weil die Pedale ganz rumkommen muss. Es gibt da zwei verschiedene Herangehensweisen, das habe ich gestern also nicht für alle erklärt, kann ich jetzt nochmal machen. Und zwar, die andere Möglichkeit ist, dass man nur wenig reintritt, aber die Fußlappe sehr, sehr stark entlastet dann. Also quasi ein ganz filigranes, langsames, dezentes, feinfühliges Einbeinpferd ist definitiv schwieriger.
Also am Anfang würde ich immer empfehlen, leicht nach vorne lehnen und kräftig reintreten, weil man dieses Entlasten des Fußes, wenn das Pedal hochkommt, das muss man halt üben, das kommt von Anfang an nicht automatisch und das ist bei den meisten auch das Problem. Zwei Probleme immer beim Einbein. Erstes Problem ist, nach der ersten Radandrehung kippt man nach hinten. Das heißt, man muss sich bei, sehr gut vorgemacht, Jana, man muss sich bei jeder Radandrehung neu leicht nach vorne lehnen. Hinterher merkt man es gar nicht mehr, da hat man es automatisiert. Am Anfang merkt man das. Das heißt, jetzt nach vorne lehnen, bis es halt rund wird und sich automatisiert. Okay. Ja. Dann haben wir Sweep-Out gemacht. Da hatte ich gesagt, dass das Rad automatisch immer auf die Seite kippt, wo ich die Pedale nach unten trete. Habt ihr dann sicherlich auch selbst gemerkt, dass der Sattel halt stark hin und her wackelt am Anfang. Da gilt es am Anfang, den Sattel einfach nah am Körper, um mit viel Kraft festzuhalten, bis euer Körper daran gewöhnt hat, dasselbe auszugleichen, einfach dadurch, dass ihr viel fahrt. Ihr könnt auch darüber nachdenken und wissen, ja, ich weiß, ich muss die anderen Pedale auch mehr belasten, aber es kommt halt automatisch, wenn ihr viel zieht, auffahrt. Man kann sich das theoretisch klar machen, was aber auch hilft, einfach ganz, ganz viel fahren, dann macht man es automatisch mit der Zeit. Genau, von Mal zu Mal versucht man dann den Sattel weiter nach vorne wegzustrecken, sodass quasi mehr Verantwortung an die Füße übergeben wird. Ich halte den Sattel jetzt nicht mehr mit der Hand stark fest, sondern gleich dieses Hin- und Herwackeln einfach selbst durch die Füße auf, dadurch, dass ich eine gute Beinspannung habe und wie gesagt, die Pedalen gleich nicht belasten. So, das geht dann so weit, dass ich den Sattel letztendlich fallen lassen kann, beziehungsweise gibt es vorher die Vorübungen, dass ich drei Finger dran nehme, nur noch zwei Finger, letztendlich nur noch einen Finger. Und ich sage immer, wenn man mit einem Finger eine lange Strecke tief auffahren kann, dann kann man eigentlich auch loslassen. Allerdings, wenn ihr den Sattel anfangen loszulassen, nehmt ihr ihn erst wieder zurück und lasst ihn von ganz oben fallen, weil die Position des Sattels für euch euer Fahren natürlich am stabilsten macht. Und wenn ihr weit im Wechsel kommen wollt, muss das Fahren vorher so stabil wie möglich sein. Deswegen den Sattel immer von oben fallen lassen und nicht von weit nach vorne weggestreckt, weil die dann natürlich stark wackelt und dann der Sattel losgelassen wird, knallt ihr hin. So, das ist so sieht aus. Dann haben wir im Hüpfen noch einiges gemacht. Was für viele vielleicht von euch neu war, war die Position auf der Kurbel. Dass ihr mit dem Mittelfuß am Nabenansatz an der Kurbel steht. Vorteil ist, da könnt ihr stehen, ohne dass ihr pendeln müsst und ohne dass ihr wegrollt. Und zwar stellt man das Rad in die Position, wie wenn man auf dem Rad hüpfen würde. Das ist bei vielen Leuten, rechte Pedal vorne, linke Pedal hinten, kann aber auch andersrum sein. So oder so sind die Pedalen auf jeden Fall parallel. Und dann ist es wichtig, dass ihr immer auf die Kurbel steigt, wo die Pedale hinten ist. Weil ihr da euch mit der Hacke auch so ein bisschen reindrücken könnt und das halt die Position ist, wo ihr am besten auf der Kurbel stehen könnt. Wenn man das verstanden hat, kann man verschiedene Sachen machen, wie zum Beispiel den Leg Around. Und wenn man das vom Boden aus kann, wie der Leg Around, dann auch aus den Hüpfen. Man muss sich vorher immer überlegen, wo ist der Sattel. Immer wenn ich auf einer Kurbel stehe, ist der Sattel an der Seite. Das heißt, das eine Rad steht schief. Wenn das vorne oder hinten ist, steht das Einrad immer gerade. Dann überlege ich mir, wie möchte ich wo die Beine rumwickeln und wann muss das Einrad schräg, wann muss es gerade sein. Das überlege ich mir vorher. Dann wo habe ich die Hände? Und das ist auch meist der Fehler. Der meiste größte Fehler ist, dass das Rad nicht in angemessener Weise schief oder gerade steht. Je nachdem, ob ihr gerade den Fuß wegnehmt oder nicht. Also immer, wenn ihr auf einer Kurbel steht, muss es was schief stehen. Das soll euch klar sein. Genau, das nächste war dann der Step Around. Der dann beides beinhaltet. Sattel gerade, schief, gerade, schief und wieder gerade. Das hilft nur, wenn ihr euch das klar macht und vielleicht nochmal sagt, euch das vorstellt und es dann auch in dieser Art und Weise möglichst langfristig ausführt. Okay.